Kommen wir eine Tür rein. Und jetzt geht's hier an das Wichtige, an die Powerstation. Die Powerstation, die kommt dorthin. Da haben wir auch sofort einen Verstärker hin. Und die Wasserpumpstation, die kommt hier hin. Das passt dann schon mal. Dann müssen wir nachher nur gleich die Rohre verlegen. Aber das kriegen wir auch hin. Müssen wir halt aufpassen, hier überall, wo von allen vier Seiten schon was gebaut ist, da dürfen wir natürlich keine Rohre verlegen, weil die Bauarbeiter da nicht rankommen. Die sind zu doof dafür. So, was haben wir noch nicht gebaut? Wir haben das noch nicht gebaut. Und hier kommt auch nochmal was hin. Und jetzt haben wir gerade schon gehört, da ist der Strom angegangen. Perfekt. So mag ich das. So. Dann sehen wir schon mal hier Strom. Und wie machen wir das da gleich mit dem Strom? Den ziehen wir mal hier runter. Bis nach dort. Denn dort runter. Wir gehen hier so ein bisschen auch noch rein. Das passt denn schon, hoffe ich mal. Ich hoffe es einfach mal. Und hier sicherheitshalber, damit der auch noch Strom kriegt. So, das müssen wir dann gleich machen. Mal die machen wir es gleich. Gut, hier muss noch gebaut werden. Da bauen sie auch noch fleißig. Ist denn schon irgendwas? Die Holding-Ziele ist jetzt fertig. Ja, das ist doch schon mal was Schönes. Und hier hinten haben sie noch nicht mal die Zäune fertig, ne? Kann das sein? Ja, noch nicht mal die Zäune haben sie fertig. Oh Mann. Das wird hier noch ein Haufen Arbeit. Wasser ist auch noch nicht da. Ja, egal. Strom haben wir auch noch nicht. Kriegen wir noch alles irgendwie hin. Dann bauen wir... Als erstes bauen wir, glaube ich, mal hier... Zwei... eine Office hin. Dann müssen wir eben schauen, dass wir auch das hier hinkriegen, so schnell wie möglich. Weil wir einfach dadurch auch nochmal Geld kriegen. Keine Tür, ja. Ich habe auch noch keine Tür gesetzt, ne? So. Jetzt ist auch eine Tür. So, der hat immer noch keinen Strom. Wo ist es denn? Da hat er halt keinen Strom. Dann schauen wir mal. Hier unten. Wir haben das ja auch noch nicht fertig. Oh, dann können wir hier schon mal anfangen, die hinzubauen. Und hier bauen wir auch hin. Das lasse ich auch einfach mal so. Das passt schon, oder? Komm, reißen wir mal das Licht weg. Und setzen das ordentlich. Raumobjekte Licht. So, 1, 2, 3, 4, 5. Platzt. Passt. So. So, da haben wir auch da wieder ein bisschen Licht gespart, auf jeden Fall. Und was haben wir denn? So. Oh, da ist ja schon fast der erste. Da müssen wir, denke ich mal, sofort, bevor wir hier großartig weiterbauen, setzen wir noch einen hin. Und jetzt fangen wir mal an, Rohre zu verlegen. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser, ja. Wie
machen wir das am besten? Setzen wir den hier so ran. Ja, ne? So. Jetzt weiß ich nicht, wie viel der aushält. Ich mach's einfach mal so. Und die anderen zwei kommen hier ran. So, passt schon. Ich hoffe, die kriegen dann noch genügend Wasser. Und dann reicht das. Weil das kann dann. Da habe ich ja Fehlplanung gehabt. Das kann ja weg. Ich habe hier drei Türen jetzt drin. Und was machen wir jetzt noch? So, wir richten als erstes, ich mache mir kurz mal Pause. Wir richten als erstes die Dusche jetzt ein. So, hier würde sonst alles wegschwimmen. Hauen wir nochmal was davor. Ich hoffe, das reicht auch so. Dann kommen ein paar Duschköpfe. Hier unten können wir noch mal ein paar Duschköpfe hinhauen. Dann können wir das Ganze mit auch noch drehen. Und können sage und schreibe hier auch noch mal ein paar Duschköpfe hinhauen, so wie geplant. Den Rand lassen wir dann erstmal frei oder bauen wir den auch? Komm, so teuer sind die Duschköpfe nicht. Wir pflastern hier alles mit Duschköpfen voll. Und da kann auch nochmal ein Duschkopf hin. Hier unten auch nochmal. Dann drehen wir das Ganze und dann kommen hier auch nochmal ein paar Duschköpfe. Dann nicht. Dann müsste da gleich noch Licht hin. Passt schon. Muss ja jetzt nicht weltbewegend sein. Ich glaube, das sind eh viel zu viele Duschköpfe, die wir hier haben. Aber was soll man machen? Bei so einem günstigen Preis, da muss man halt einfach zuschlagen. Und da haben wir das. So, dann kommen wir als nächsten Punkt zum Licht. Wir setzen mal hier Licht hin. 1, 2, 3, 4. Kommt hier, kommt auf der Licht hin, da ein Licht hin und dort ein Licht hin. Dann gehen wir aber hier hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dort 1, 1, 2. Und hier kommt nochmal 10. Und dann passt das. Dann müssen wir halt hier nachher nochmal schauen. Dass hier auch gleich noch Wasser und sowas hinkommt. Und hier kommt auch Licht hin. Die Zellen richten wir schon mal ein. Wir haben noch 32.000. Ich hoffe, das passt. Da haben wir schon mal... Da nicht, da, aber... Dann kommen hier noch die Betten hin. So. Luxusgut des Bettes, damit die Leute schlafen können. Weil was anderes aus dem Schlafen machen die sowieso nicht. So, es werden immer noch Toiletten verlangt, also kommen auch Toiletten hier rein. Ich meine, so ein Luxusleben möchte ich auch gerne haben. Dass da sofort ein Bett und eine Toilette daneben ist. Da muss ich nicht mehr so weit laufen. Und weil wir so gut sind, hauen wir überall auch noch einen Fernseher rein. Das werden hier Luxus-Apartments ohne Ende. Und, ja. Komm, hauen wir es einfach mal so rein. Ist jetzt auch egal. Müssen sie halt sich an die Wand stellen, um Fernsehen schauen zu können.
So, bevor wir hier aber nochmal hier, oh, hier machen wir nochmal ordentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 Bups. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Bups. So. Wieder, und hier kommt noch einer hin. Dann passt das. Hier lassen wir erstmal noch dunkel. Dort muss nachher noch Strom hin und dort können wir auch schon mal zum Beispiel sagen. So, guck mal, wir können jetzt schon mal sagen, das wird die Dusche. Schön. Perfekt. Das wird die Küche. Ja, auch perfekt. Das muss noch gebaut werden. Das ist die Kantine. Das kann man nochmal später bauen. So, hier haben wir zwei Officer. Und das sieht wahrscheinlich mein Bruder gerade. Der fragt mich gerade, jo, wir nehmen auf. Und ich werde jetzt auch nachher gleich schauen, dass wir das rendern und vielleicht noch heute hochladen. Mal sehen, wie das hier weiterläuft. So, guck mal, wir machen erstmal hier wieder ein bisschen weiter. Oh, da ist sofort richtig viel Geld losgeworden. So, so bauen. Ich mache das absichtlich jetzt so, damit ich gleich kurz vor 12 ein paar Leute entlassen kann. Weil es muss ja nicht sein, dass wir viel zu viele Arbeit haben. So, ich könnte jetzt natürlich noch theoretisch sagen, das reicht nicht zeitlich. Ich mach mal, dass wir keine kriegen. Komm, Loris kriegen wir auch nochmal. Heim machen wir noch nicht. Machen wir erst, wenn das wirklich schön fertig ist. Und jetzt dürfen sie hier arbeiten, die Leute. So, was haben wir bis jetzt? Hier. Das ist das Einzige, was wir fertig haben. Jo, da sind wir ja richtig gut. Und die kommen schon in, ja, gut, ja, noch nicht mal mit 10 Stunden haben wir Zeit. Und hier sind jetzt alles Duschköpfe und, ja, Gas, Wasser, Scheiße, ne? Röhrig. Passend dazu. Den sollte man vielleicht anrufen, der ist wahrscheinlich noch günstig. Da geht das Ganze hier auch noch mal einen Tacken schneller. Gut. Oder nicht gut. Hier muss ja noch eingebaut werden. So. Pumpstation. So, die ziehen wir hier mal durch. Stromkabel. Wie machen wir das? Mit Stromkabel. Da ziehen wir einfach hier runter. Und ob ich jetzt hier hin und her nachher ziehe, dann kann ich genauso das Stromkabel auch bis nach dort ziehen. Ich glaube, das passt. Und ich nehme einfach mal hier weg. Habe ich die Lampe aus Versehen weggemacht? Objekte. Licht. Die sollen Licht haben. Aber ich schau mal, ob da vielleicht. Dann nehmen wir hier nochmal die Toiletten weg und setzen die Toiletten neu. Und dann passt das. So, ich mache, wie gesagt, ich mache das absichtlich, das werdet ihr auch gleich sehen, warum. Und so, das ist dann schon mal fertig gebaut. Oh, das wird knapp, das wird wirklich knapp. Wenn wir jetzt nur mal sehen, dass wir keine 9 Stunden mehr Zeit haben und es ist immer noch nur diese Holdingzelle fertig. Da gibt es schon schönere Sachen. Die Küche ist auch schon mal schöner. So, Office, ja gut, das brauchen wir noch nicht einrichten. Hier fehlt auch noch der Strom. Ach, das ist doch egal. Strom wird überbewertet. Ich bin aber froh, wenn das erstmal fertig ist. Und ich könnte jetzt theoretisch auch schon ein paar Leute einstellen, mache ich aber absichtlich noch nicht, weil es noch nichts bringt. Hier ist auch schon voll. Also ist doch schon der Wahnsinn, was wir hier schon bauen.
Und ganz, ganz wichtig, fast vergessen, Gefängnistüren. Zwei große Gefängnistüren müssen dorthin. Also auf jeder Seite eins. Oh, da gibt's schon Müll. Wieso haben wir schon Müll? Habe ich irgendwo was falsch gebaut? Das ist schlecht. Wenn es Müll gibt, ist es immer schlecht. Das ist irgendwo habe ich was falsch gebaut, wahrscheinlich. Na gut. Kann ich jetzt so nicht ändern.